Ja, ich stehe hier mit Dominik Helleberg von InnoVex auf der Mobile TechCon. Dominik, hi. Du hattest gerade deinen Talk zu Enterprise, also Android Enterprise Integration. Du hast ja auch im Android 360 jetzt erst einen Artikel dazu gehabt und ich behaupte jetzt mal, dass du relativ positiv gestimmt bist, was das betrifft, das Thema. Deswegen einfach die Frage, ist Android Enterprise ready, deiner Meinung nach? Ja, also ist natürlich eine gute Frage heutzutage. Meiner Meinung nach kann man die ab Version 4 uneingeschränkt mit Ja beantworten. Es hat mit Sicherheit vorher ein paar echte, ernsthafte Probleme mit der Plattform gegeben, was ernsthaften Einsatz in Unternehmen angeht. Stichpunkte sind da VPN-Integration und Connectivity. Da kann ich auch verstehen, dass da öfter behauptet wurde, dass man Android besser nicht ernsthaft im Enterprise-Umfeld einsetzt. Aber zum Glück kann man sagen, Google hat das erkannt und hat mit Version 4 da deutlich nachgelegt und ja, also mit der VPN-API und anderen Sachen wie dem Keystore zum Beispiel, würde ich schon sagen, dass es da eigentlich nur noch wenige Sachen auf der Wunschliste gibt, die man unbedingt bräuchte, um Android im Unternehmen einzusetzen. Ist das denn jetzt, ein Punkt ist zum Beispiel mit dem Market, also mit, dass es jetzt keine Möglichkeit gibt, dass du als Unternehmen privat irgendwie die Apps distributierst, sondern das muss halt irgendwie manuell gemacht werden. Ist das vielleicht noch ein großer Punkt oder ist das gar nicht so wichtig? Weil das wird ja oft kritisiert. Also der Punkt ist eigentlich bei Android generell und bei Enterprise-Integration ganz speziell ist, ja, es gibt kein fertiges Produkt von Google. Das heißt, es gibt jetzt keinen Enterprise-Market, den man sich für ein paar hunderttausend Euro bei Google mieten oder kaufen kann. Die Plattform bietet aber einem eigentlich alle Möglichkeiten, um das selber aufzusetzen an der Stelle. Das heißt, ich kann mir durchaus einen eigenen Market programmieren, implementieren und darüber dann meine In-House-Enterprise-Apps distributieren an meine Mitarbeiter und das auch komplett getrennt vom Google Play-Market machen. Das heißt, an der Stelle gilt es wie oft bei Android, do it yourself, mach dir deine eigene Lösung, bau sie dir selber, dann ist sie individuell und es ist halt nicht so wie bei anderen Plattformen, dass man das alles fertig kaufen kann. Jetzt noch eine Frage hinterher, was ganz anderes, weil es mir gerade einfällt, Windows Phone. Kann das irgendwie in Zukunft ein Konkurrent werden, wenn es um Enterprise-Sachen geht, weil da einfach schon diese Infrastruktur, weil sie so den Hausvorteil haben, ist? Was denkst du darüber? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja Microsoft schon zugute halten, dass sie auch damals schon mit der 6.5-Plattform, was die Integration in Enterprise, also gerade in die Microsoft-Backends angeht, relativ gut waren an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Windows 7-Plattform von Scratch neu geschrieben ist und ich glaube auch die Enterprise-Features alle noch nicht so gut funktionieren, wie sie mal auf 6.5 waren. Ich denke, mit denen ist definitiv zu rechnen. Ich denke auch, weil Microsoft in großen Unternehmen immer ein Big Player ist, sollte man da ein Auge drauf halten. Aber momentan bei der Marktverbreitung würde ich schon momentan eher Richtung Android oder iOS tendieren an der Stelle. Super, dann danke ich dir und wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der MTC. Danke.